Genau, ich hätte diesen Talk auch nennen können, 13 Gründe, wie ihr mitmachen könnt bei Open Source Software, aber das fand ich zu Bento, da habe ich gesagt, ich nehme etwas sperriger. Ich hole ein bisschen aus, und zwar fange ich an mit diesem Herrn hier, der vor 200 Jahren sowas geprägt hat wie, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, und ich habe mir mal die Geschichte angeguckt und ich glaube, die Menschheit hat das schon ganz gut gemacht. Und jetzt sind wir im Prenzlauer Berg. Ist hier jemand aus dem Prenzlauer Berg? Okay, bitte stark sein jetzt, denn die Menschheit hat es geschafft, so mit Impfungen zum Beispiel Krankheiten zu besiegen. Finde ich, hat man den Verstand gut benutzt. Wenn man die Raketentechnik auf Wissenschaft basiert oder auf dem Verstand, da fliegt man zum Mond, das funktioniert. Wir haben auch sowas wie das Internet bekommen durch den Verstand. Finde ich eigentlich ganz gut. Gut, ihr wisst alle, Ausnahmen gibt es immer. Da hapert das mit dem Verstand noch, aber grundsätzlich finde ich das ganz nett, was man mit dem Verstand alles machen kann. Wenn man den Mut dazu hat, was mir manchmal ein bisschen fehlt, das ist das hier, man hat viele Möglichkeiten, aber man bedient sich dieser Möglichkeiten gar nicht und da fehlt manchmal der Mut. Und am Ende wählen dann doch die meisten schwarz. Habe ich besonders hier gesehen in der Softwareentwicklung. Also da bin ich ein bisschen involviert, auch in Open-Source-Projekten. Und ich sage immer, Leute, ihr könnt da mitmachen. Und dann, ja, aber ich bin kein Programmierer. Und ich glaube, man muss sich nur den Mut bewahren, etwas zu tun und was auszuprobieren. Dann kann man ganz viele Sachen machen. Und davon werde ich jetzt einfach ganz schnell ein paar benennen und hinterher können wir diskutieren. Das Erste, das ist das Trivialste. Wenn ihr Probleme und Fehler findet in irgendeiner Software, dann meldet das. Also das hilft ungemein, wenn die Programmierer, die das vielleicht nie gesehen haben, weil man manchmal auch einen Tunnelblick hat, überhaupt davon erfahren, dass irgendeine Funktion vielleicht nicht funktioniert. Also ganz klein, das kann jeder. Es gibt überall E-Mail-Adressen, Foren, wo man sowas machen kann. Das ist die negative Variante. Positiv wird es dann damit, ihr habt vielleicht gute Ideen. Wenn die Programmierer, die Entwickler davon nicht erfahren oder die Community um so eine Software, dann werden die da auch nicht reinkommen. Ihr könnt nicht glauben, dass das telepathisch irgendwie funktioniert. So weit sind die Menschen dann noch nicht. Was kann man noch machen? Bei Beta-Tests helfen, das heißt, irgendwann ist eine Software und sagt, wir könnten sie jetzt rausgeben an die Menschheit. Vielleicht sind aber noch Fehler drin, vielleicht ist es mit der Barrierefreiheit noch nicht so oder diverse andere Sachen. Da hilft es ungemein, wenn Menschen da sitzen, die keine Ahnung von Programmierung haben und einfach mal diese Software ausprobieren und dann sagen, hey, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut, könnt ihr was damit machen? Das kann jeder. Habe ich auch schon in der Session mal auf einem Barcamp gemacht. Das ist auch ganz super, das haben wir gestern auch schon gehört, man kann Software oder Bücher, man kann die auch übersetzen. Da gibt es auch genau die gleiche Software, die die NDLA zum Beispiel benutzt für die Bücher namens Crowdin. Die kann man auch bei diversen Projekten benutzen und die Benutzerschnittstelle dann vielleicht von Englisch, was es ja meistens ist, auch auf jede beliebige andere Sprache bringen. Auch das kann man machen, ohne programmieren zu können. Wirklich ganz simpel. Dann, jetzt sind wir so ein bisschen weg von der eigentlichen Software. Wenn ihr diese Software nutzt, um irgendwelche coolen Sachen damit zu machen, dann teilt. Ich meine, was, ne, wenn ihr die Software voranbringen wollt, ist doch nichts cooler, als zu zeigen, was man damit machen kann, um andere zu begeistern. Also auch dafür muss man nicht programmieren können. Auf die Software aufmerksam machen, natürlich ist das auch wichtig. Ne? Wenn niemand erfährt von so einer Software, gut, dann nutzt sie auch keiner. Also warum renne ich hier von Barcamp zu Barcamp und erzähle was über offene Software? Gut, wie kann man das machen? Auf verschiedene Art und Weise. Man kann Leuten davon erzählen, man könnte YouTube-Videos machen oder eben auftreten wie ich. Was man natürlich machen kann, um zu sagen, hey, ich bin jetzt kein YouTuber, ich habe jetzt nicht die Reichweite und ich habe keinen eigenen Podcast, dann sprecht doch die Leute an. Nehmt Leute wie hier aus dem Publikum, die einen Podcast haben und sagt, hier könnt ihr nicht mal was über die Software machen. Ne? Ich gucke niemanden an. Auch das kann man machen, muss man nicht für programmieren können. Anderen mit der Software helfen, auch das geht natürlich. Ne? Wenn ihr irgendwie an der Schule seid, an der Hochschule zum Beispiel für bestimmte Software und die wissen nicht genau, wie das funktioniert, helft denen. Und auch hier wieder YouTube, ihr könnt auch kleine Tutorial-Videos machen, ihr könnt das da zeigen. Müsst ihr nicht für programmieren können, ich wiederhole mich ein bisschen. Was auch geht, eine Community aufbauen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es Unterstützung in Form von Software namens Meetup und ähnlichen Sachen. Also die gibt's, es gibt in jeder größeren Stadt gibt's irgendwelche Treffen zu allem Möglichen. Und kann man mit der Software einfach machen, ich möchte ein Treffen zu dem und dem Thema anbieten, stellt man das da rein und wird sich wundern, wie viele Leute da kommen. Das ist echt cool. Also auch das kann man machen. Zugehörige Wiki-Seiten bearbeiten, es gibt nicht nur die Wikipedia, es gibt auch, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Ich glaube, es heißt Lehrerschreibtisch. Auch das ist ein Wiki, wo man Software beschreiben kann. Ihr könnt eine Crowdfunding-Kampagne starten, wenn ihr sagt, ihr habt kein Geld. Sammelt das ein, tut euch zusammen, bezahlt die Programmierer. Ihr könnt natürlich Programmierer ansprechen, die ihr kennt, die sagt, macht damit. Oder ihr könnt natürlich auch selber programmieren lernen. Wichtig ist einfach nur der Schluss, habt den Mut, etwas zu tun, fahr gerade.